Ah, hallo, guten Morgen, ihr seid schon da. Ich begrüße euch wieder recht herzlich auf dem Kanal der Schönbuchgams. Hier ist der Michael. Und ja, wie ihr seht, bin ich wieder draußen unterwegs. Und zwar habe ich heute vor, zwischen Eich und Neuenhaus im Eichtal, hier in meiner Heimat, will ich ja mal an der Eich entlang laufen. Das ist schon ein kleines Flüsschen. Und da habe ich gelesen, da sollen wohl Biber irgendwo zu Hause sein. Ich werde wahrscheinlich keine Biber sehen, aber vielleicht sieht man ein bisschen die Spuren von den Biber. Und da würde ich euch jetzt einfach gerne mitnehmen, hier an der Eich entlanglaufen und schaue, ob wir irgendwie was sehen oder so von den Spuren. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ich hoffe, ich kann euch schöne Bilder und Videos zeigen und würde sagen, wir gehen los in diese Richtung. Ja, am besten da hinten über und dann wieder immer an der Eich entlang. Also, dann würde ich sagen, auf geht's, kommt los, wir gehen. Also, auf geht's. So, also wie man erkennen kann, bin ich jetzt hier an der Eich und ich will jetzt da in diese Richtung hochlaufen, wieder bis zu mir rein, wo ich losgelaufen bin und werde einfach mal schauen, ob wir hier irgendwas sehen von der Spur von der Biber. Ich hoffe und ja, ich zeige euch ab und zu mal hier diese Umgebung hier, wie diese wunderschönen Äste und Bäume, wo mit dem Moos bewachsen sind. Sieht auch ganz toll aus. Aber ich würde sagen, wir gehen los und schauen. Also, auf geht's hinterher. So, hier sieht man natürlich auch etliche Bäume umgefallen, wo im Wasser liegen. Ich denke mal, das sieht nicht so aus, wie wenn die vom Biber gemacht geworden sind, sondern wahrscheinlich vom Sturm sind die wahrscheinlich umgeflogen. Aber da kann man mal sehen, ja, wie hier das alles so aussieht. Es sind natürlich etliche kaputte Bäume dabei. Und dann ist klar, dass die natürlich umfliegen, wenn es mal richtig stürmt. Ne? Aber wir gehen weiter und schauen. So, hier sieht man auch nochmal so wunderschön, wie da hinten zum Teil die Bäume mit dem Moos überzogen sind. Ja. Sieht richtig klasse aus. Ja. Gut, schauen wir mal weiter. Ich will vielleicht nachher auch mal versuchen, ob ich auf die andere Seite komme. Da ist es ein bisschen besser zum Laufen, glaube ich. Aber könnte schwierig werden. Aber wir versuchen es. So, das muss ich euch auch noch mal geschwind zeigen. Da sieht es irgendwie so aus, wie wenn es hier so eine Ramperutsche, so eine Rutsche runtergeht. Könnte natürlich von den Biber sein, wenn die da runtergehen. Da unten sieht man auch
ein bisschen frisches, angenagtes Holz. Und hier, ich hab's, jawohl, ich hab's. Und zwar, schaut mal hier, Leute. Hier, seht ihr das? Da sieht man's, ich gehe näher ran. Okay, also hier gehen sie wohl runter oder hoch. Das ist relativ frisch. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt, ob ich noch Besseres sehe. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen näher ans Wasser rangekommen. Wie man da drüben sehen kann, liegt da eine ziemlich große Wurzel von einem Baum. Könnte ein idealer Unterschlupf sein für die Biber. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Spur, dass es hier welche gibt. Okay, sind wir mal gespannt, ob wir noch bessere sehen. So, genau vor mir sieht man jetzt unsere schöne Eichtalbrücke. Eine von zwei, wo von Stuttgart nach Tübingen führt. Und ich laufe jetzt hier weiter vor, laufe dann hier unten durch, immer an der Eiche entlang und hoffe, ich kann euch noch ein paar Biberspuren zeigen. Also jetzt muss ich gucken, dass ich da wieder an die Eiche hinkomme und dann geht es weiter. So, ich habe wieder was gesehen. Das deutet wieder auf eine Spur hin vom Biber. Ich zeige es euch gleich, wartet. Ich will hier nochmal schön filmen. Und zwar jetzt komme ich genau hier drauf zu. Wartet schön. Ich gehe hier ein Stückchen rüber. So. Jetzt. Ich hoffe, das ist was. Schaut mal darüber, wie da die Rinde weg ist. Das sieht aus, wie wenn einer so gekratzt hätte. Aber noch nicht genagt, aber so gekratzt. Aber ich würde sagen, das könnte auch eine Spur sein. Okay, das wird ja immer interessanter hier. Ne? So, jetzt sind wir hier wieder an einer schönen Stelle, wo es eigentlich auch ziemlich viele Bäume und so hat. Aber, ja, ich sehe jetzt nicht wirklich irgendwas Abgenagtes, weil wenn so ein Biber nagt, das sieht man ja dann doch deutlich, dass das so spitzig wird. Aber ich habe ja noch eine Strecke vor mir und hoffe, dass man noch was Schönes sieht. So, jetzt bin ich hier, wie man sieht, da habe ich ein Stückchen ans Wasser runtergegangen. Aber im Moment habe ich leider keine Spur für euch, wo da welche sein könntet. Nur dahinter schöne Sandbank. Aber sonst leider nichts. Aber ich werde weiterschauen. Es geht ja jetzt dahinter rüber. Dann darüber, bis da wieder zurück, wo ich losgelaufen bin. Und ich denke, ich werde bestimmt noch was sehen. Okay, Leute, aber jetzt habe ich, glaube ich, den offiziellen Beweis, dass es hier Biber gibt. Schaut euch das mal an hier. Und es wird noch besser. Hier. Und hier, ganz frisch sieht es aus. Ja, und hier oben sieht man jetzt richtig wunderschön, wie so ein Biber nagt. Da hinten sieht man es, wunderschön. Klasse. Also, hier gibt es Biber. Ja. Und ja,
Das ist der Beweis. So, jetzt sind wir richtig schön hier an so eine Kurve. Sieht man auch hier wunderschön, wie es da immer ausgeschwemmt wird vom Hochwasser. Da drüben sieht man ein bisschen helle Stelle, da haben sie auch angefangen zum Nagen. Also es stimmt tatsächlich, bei uns hier im Eichtal gibt es Biber. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, haben sie hier auch schon mal dran gearbeitet, aber sie haben wohl nicht weitergemacht, weil das Holz hier schon ziemlich braun ist. Das müsste dann heller sein. Aber ja, wenn man das so sieht, wie das da schon eingekerbt ist, ja, also hier müssen sie richtig gearbeitet haben. Ne? Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich noch mehr sehe. So, wie man jetzt erkennen kann, hier drüben sieht man relativ frische Spuren. Wenn man da rüber guckt, sieht man wieder so eine Rutsche. Und genau unter dieser Rutsche ist ein ziemlich großes Loch. Wobei ich nicht weiß, ob die auch unter die Erde so gehen oder dann nur in ihre Staudämme, was die da bauen. Aber dieses Loch ist schon relativ groß. Und die Rutsche geht genau runter am Loch rechts vorbei. Könnte auch etwas sein. Dann habe ich hier nochmal was gesehen. Ich zeige es euch, wartet schön. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier drüben haben sie auch relativ frisch genagt, weil das ist ganz hell. Und hier sieht man jetzt nochmal schön dieses Loch und die Rutsche daneben. Wie gesagt, weiß nicht, ob das was sein kann oder nicht. Ja, auf jeden Fall, hier hat es Biber. So, also jetzt bin ich wieder auf eine sehr heiße Spur gestoßen. Und zwar sind hier auch am Ufer lauter solche Rutschen. Und jetzt passt auf, was ich gesehen habe, das zeige ich euch. Das ist der Wahnsinn. Ich muss jetzt bloß da irgendwie durch das Gestrüpp durchkommen. So, schaut euch das mal an hier. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch das bitte mal an. Ja, das sind quasi drei Bäume, beziehungsweise, ja, entweder ein Baum, der hat sich geteilt, oder es sind drei Bäume. Aber schaut euch das mal an hier, wie sie da arbeiten hier. Ja, schaut euch das an. Und jetzt zeige ich euch einmal schön der Baum, wie der hier hochgeht. Also wenn der umfällt, ja, also das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, also ich würde sagen, dass hier vor etlichen Zeiten auch Biber unterwegs waren, so wie das aussieht. Und dann sind sie mit der Zeit wahrscheinlich morsch geworden und dann umgefallen. Aber so wie es aussieht, sieht man hier auch eindeutig diese Biberbeispuren. Also waren hier schon welche, wo länger her ist. Ja, okay. Ja, mal, wenn man sieht, was die anrichten können, das ist schon der Wahnsinn. Ja. Hier hinter mir sind auch wieder Spuren von zwei Bäumen. Ne? Hier und hier. So, jetzt bin ich fast am Ende angelangt, wo ich dann nicht mehr weiter kann, weil dann die Häuser anfangen. Aber hier habe ich jetzt wieder was gesehen, was auch relativ frisch ist. Da, Hanne.
Schaut euch das mal an, wie der Baum schon, gut, der ist schon krumm gewachsen, aber ja, wenn die so weitermachen, hebt es nicht mehr allzu lang. Und dann fliegt er auch um. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also ich gucke jetzt nur, dass ich ein Stückchen weiter kann, aber weit wird es nicht mehr gehen. Und dann melde ich mich nachher nochmal. So, hier sieht man auch wieder wunderschön diese Ausläufer von dem Hochwasser, wenn es hier rumkommt. Da hinten sieht man auch wieder wunderschöne Äste, wo ganz kahl sind. Keine Rinde mehr drauf. Ja. Also das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass hier so viele Spuren sind vom Biber. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich mehrere sind. Und ja, man sieht, was die anstellen können. Gell? Da unten kommt jetzt schon wieder so ein Ding. Ja. Ich laufe mal ein Stückchen runter. Ja. Da haben sie jetzt auch wieder angefangen zum Nagen. Und da hinten sieht man wunderschön diese Äste, wie sie da drin liegen. Ja. Ja. Okay, also, wie gesagt, ich bin jetzt gleich am Ende. Ich gucke jetzt hier nochmal vor. Und dann werde ich mir ein Plätzchen suchen und melde mich nochmal. So. Also. Das war jetzt mein kleiner Ausflug zwischen Eich und Neuenhaus hier im Eichtal, wo mein Zuhause ist. Und ich war auf Spurensuche von Biber, weil ich gehört habe, dass es hier bei uns Biber geben soll. Ja, es ist wohl schon eine Zeit lang her, wo ich das gehört habe, aber jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt laufe ich mal raus und schaue einfach. Und ja, wie man sieht, hinter mir typische Spuren vom Biber. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ja ein paar Stellen gefunden und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, würde mich freuen über einen Kommentar. Wie gesagt, die, wo meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürfen gerne abonnieren, kostenlos, alles kostenlos, würde mich freuen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sage wie immer Dankeschön, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal der Schönbuchgams. Hier war der Michael. Ciao, ciao, macht's gut und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. So, jetzt gehe ich heim Kaffee trinken. Ciao.